Ja, moin moin und willkommen zum heutigen eigentlichen, ja, angekündigten Arc-Stream, aber ja, mir hat zwar wieder alles fett zerschossen gehabt, weil durch Arc-Update-Grafik zerschossen, Spielstand zerschossen. Ja, den Spielstand kriege ich jetzt leider nicht mehr hin, weil ich ja doch noch ein bisschen streamen wollte, Arc, und ja, war schon in Umplanung in Atlas, aber ich nehme jetzt mal eine andere Map, die Tartarus oder wie die heißt. Ja, Mods sind die gleichen, ich halte mal rüber, ja, wir müssen neu anfangen. Und gucken wir mal, erkunden wir erstmal die Karte und so, und ob wir einen Bauplatz finden. Weil ich hatte gestern mit jemandem in Stargate Atlantis geguckt und da hatte ich doch glatt wieder Bock gehabt, mal, ja, wieder mit der Stargate Mod in Ork rum zu rumzuspielen halt. Ja gut, ich halt mal hier rüber und ja, mal schauen, gucken wir mal, und hast du nicht gesehen, würde ich sagen. So, wo fangen wir denn an? Wir machen mal das Easy Ding. Green Lagoon klingt schon mal nicht schlecht. Dann holen wir uns mal in Chamba. Das ist die Frage, ob er das jetzt macht. Sieht schon mal gut aus. So, wir machen wieder Kreativmenü. Darf ich dann mal zocken? Danke. So, wir brauchen einen Chamber. Dann brauche ich, muss ich mal kurz raustappen, das Zubehör dazu. Ich muss mal alles zumachen hier, was überflüssig ist im Hintergrund. So. Das war ja. Haben wir? So, dann brauchen wir die ZBM-Dinger. Und die Ausrüstung holen wir uns dann aus dem Kreativmenü. Da brauchen wir aber mal so 40 Stück am besten, damit wir eine Weile Ruhe haben. So, die müssen wir auf die Müll legen. Erstmal. Dann schmeiße ich den ganzen Rotz, den ich hier drin habe, erstmal weg. Den brauchen wir ja sowieso nicht. So, jetzt machen wir den aber mal, sonst haut das Ding wieder ab. Warte mal, wir warten das jetzt. Ja. Ziel angreifen, nee, passiv. Sonst haut das Ding nämlich ab. Ah, das blendet übelst. So, okay. Gucken wir uns mal die Map an, würde ich behaupten. Ja, ich begrüße erstmal alle, die zugeschaltet haben. Ja, Spielstand von Ansage im Eimer. Neue Map, und zwar die Tartarus. Dürfte aber noch nicht fertig sein. Ja, Mods sind die gleichen. Dann kommt wieder ein großes Arc-Update und nö, da war wieder alles im Eimer. Muss ich mal gucken, ob ich denn die ruckelt, aber die Karte im Gegensatz der anderen ja. Mal kann man die Lichtverhältnisse noch umstellen irgendwie. So, warte mal, hab ich Gamma vielleicht an? Abbrechen. Gamma. Das dürfte aber nicht an sein, oder? Ne. Die ist so hell. Aber die andere, die flüssiger. Da hast du wieder diese ursprünglichen Flugruckler drin.
Ach, das Ding hat keine Ausdauer mehr. Da war ja was, stimmt ja. Mal, hat es mir jetzt komplett alles zerspult hier? Die Steuerung ist jetzt völlig im Eimer. Oh, ich geh kaputt, ey. Das klappt heute wieder. Ach, hier ist eine Mauer. Die Karte ist noch nicht fertig. Ne? Leute, da redet doch mal mit mir. So. Die habe ich zu spät gesehen. Gucken wir mal hier einen anständigen Bauplatz hinten. Der kriegt auf jeden Fall erstmal Ausdauer. Blendet übelst, die Lichtverhältnisse sind hier krass. Kann man die hier ausmachen? Texturen, Umgebungsschatten habe ich schön runter. Umgebungsverdeckung kann man eigentlich auch ausmachen. Blendeffekt aus. Das geht mir auf den Nerv. So. Anwenden. Speichern. Aber viel besser ist es nicht. So, wir müssen die Insel, kommen wir dorthin? Oder da ist hier auch Mauer. Das scheint noch nicht fertig, oder? So, ich habe die noch gar nicht angeguckt, die Karte hier. Hier könnte man eigentlich ohne Base reinflanschen. Mal gucken. Das merken wir uns mal vor. Geht die Map eigentlich hier bei der? So, die kann ich mir anzeigen für beim Chamber. Hier könnte meine Base hinflanschen. Hier ist was getarntes. So eine Spiegelung. Ich wollte eigentlich wieder was in den Berg reinbauen oder so, weil es auf jeden Fall geil ist eigentlich. Lichtstrahl. Ich würde sagen, wir pflanzen hier mal so das Stargate erstmal hin. Warte mal, ich will erst den Mist loswerden. So. Stargate. Brauchen wir Blüte? Und wie hieß das Ding? DVD? So. Inventar. Und was ist Atlantis Gate? Das Ding nennen wir mal umbenennen. Eventueller Bauplan. So, ja, meinen Charakter habe ich natürlich behalten. Das ist klar, weil ich wieder von Null anfangen will. Weil ich selten so oft spiele ich ja nicht viel. Ihr wisst, bin ich ja jetzt mehr Outdoor unterwegs. Ja, da hat sich meine Kondensation wollte ich schon sagen, Kondition schon verbessert im Gegensatz zu den ersten Videos. Also
Wenn ich das hier erlebe, seht ihr auf YouTube. Ich muss mal gucken, ob ich das Strömchen mache mit ein paar Bildern. Dazu muss ich aber nochmal vorbereiten alles. Ja, ich begrüße erstmal alle, die zugeschaltet haben. Ganz schön was los heute, ja. Ja, grüß dich. Wie gesagt, ich kann ja hier noch keine Videos hochladen. Früher ging das mal. Im Eisgebiet baue ich mir, das ist nur zu blöd. Ist mir zu kalt. Das ist die Frage, müssen wir dann mal am Abschluss des Streams gucken, was hier auf der Karte schon fertig ist. Das sieht aber interessant aus hier. Blutstreu lasse ich jetzt mal liegen. Hängt er, das ist diesen Flugdings, also lief die andere besser. Ich muss mal gucken, ob ich den Anzahlspielstand bei Gelegenheit wieder hinkriege. Aber das nächste Mal werde ich definitiv Atlas machen. Wüste ist auch. Gibt es immer, gucken, ob wir da schon hinkommen. Die Lichtverhältnisse sind krass hier. Das sieht auch interessant aus. Am besten mal wieder eine Höhle, wo wir wieder hier ordentlich hier Bunker bauen können. Weil ich will ja keinen Kasten irgendwo hinbauen. Hier sind böse, böse Dinos. Hier so eine Höhle wie auf Ansa finden. Keine Ahnung. Was auch nur, was hier schon fertig ist. Was ist denn hier in dem Tal? Der kriegt auf jeden Fall erstmal Ausdauer. Wüste wäre interessant. Hier kommen wir schon hin. Dort hinten, guck mal, die Stadt sieht interessant aus. Können wir hier bauen? Gibt es hier was Böses und überhaupt? Und wie sieht's aus? Hier könnte man eigentlich eine geile Base hinflanschen. Was sagt denn ihr? Ich frage mal einen Chat. Grüß erstmal alle, die zugeschaltet haben. Wollen wir hier bauen? Wäre mal was anderes, oder? Mit der Castle Mod? Ich lande die Kiste mal, wir gucken mal. Das stört mich nicht. Ja. Ja, ich habe wieder perfekt eingeparkt. Na, habe ich ein bisschen Ausrüstung oder sowas? Nehmen wir mal die Starkwars-Kiste. Wo ist sie denn? Admin-Kiste? Musste ich die cheaten? Wie war denn das? Lange kein Ork mal gespielt. Ich glaube, die müsste ich per Cheat-Befehl holen. Oder? Ja. Ja, wir gucken mal, wir sind ja. Das ist schon mal geil hier mit dem Ding. Für wir können wir was bauen. Das scheint auch fertig zu sein. Ein bisschen Schieflage. Also das ist nicht, dass ich schief bin, aber ich glaube, da können wir was richtig Geiles hinzimmern. Wollen wir hier bauen? Bock hätte ich. Ne. So ein bisschen uneben das Gelände. Müssen wir mal gucken, wie wir das angeglichen kriegen.
das Interessante ist. Wenn man hier so zentral das Gate hinten ist, wir probieren das gleich mal. Das kommt bestimmt geil hier, warte mal. Das gucken wir uns mal an. Ich nenne das mal Bauplatz 2. Eventueller Bauplatz 2. Ja. Warte mal, wir haben ja gar kein Z-Bett. Ich bin eine Dulli. Wisst ihr, warum ich eine Dulli bin? Weil ich nämlich in den anderen Stargate den ZBM reingeschmissen habe. Ist die Frage, ob wir das trotzdem angewählt kriegen. Das ist, wo das andere geht. Dann holen wir uns gleich nochmal das andere. Ich weiß noch nicht, welches ich nehme. Das GW. Nehmen wir mal, was das Energy Shield für das. Ich ja Atlantis Gate hinbaue. Aber dann sehen wir mal. Das entscheiden wir später. Wo ist das Energy? Hier. Lass mal das andere bauen. So, jetzt muss ich mal den Fly. Gucken aber noch mal, vielleicht finden wir noch was anderes. Geht wieder ab hier. Mal kriegen wir es angewählt. Kriegt man angewählt. Okay, hinwählen geht ohne ZPM. Auch vielleicht noch eine Höhle oder sowas. Also die Stadt merken wir uns mal vor. Ach, Mauer, okay. Hier sind wir fertig. Wo sagen die Städte schon ob die? So wieder Mauer? Also vieles von der Karte noch nicht fertig, noch. Also viele Möglichkeiten haben wir noch nicht zum Bauen hier. Obelisken will ich nicht. Wieso ist schon wieder Mauer? Ja, die Karte ist halt vielleicht 10, 20% fertig. Ich würde sagen, da bleiben uns ja bloß die zwei Möglichkeiten derzeit. TechRex. Eisgebiet will ich nicht bauen. Das gefällt mir nicht sehr. Von der Location her würde ich bald sagen. Öffnungsmauer. Wir müssen mal zwischenlanden. Extra Ausdauer. Reisgebiet, nee, Reisgebiet gefällt mir nicht, damit bleiben.
Das sind die Rubine. Sind das Metallteile irgendwas drin? Sinn, dass es wird keine Map sein. Wie sieht es denn unter Wasser aus? Und unter Wasser ist halt schwierig. Wir den mal Ausdauer. Unter Wasserbase wäre auch mal wieder eine Option, ne? Halt kompliziert mit den Dingern. Mit diesen S plus hier. Das wieder mit, wenn er wieder anbeißt, flutet die Base immer und das ist ja blöd. Ich würde sagen, wir bauen in der Wüste, das ist bis jetzt die geilste Location bisher. Weil sonst, wenn die Runde fertig ist, also die, der Teil der Wüste dort scheint da fertig zu sein. Und von der Qualität her. Wir können dann mal ein bisschen rumgucken. Alles da. Das passt schon mit der Stadt dort. Ah, hier ist Mauer. Das ist die, ja, ist noch eine ganz falsche drüben. Dann waren wir in der Stadt. Da haben wir auch Platz, würde ich mal behaupten. Gucken. Kannst du eigentlich eine fiese Base reinfeuern in das Ding hier? Das ist bloß so, da kommst du nicht rein, ne? Nee. Da wäre eine Wasserquelle. Ich soll hier eine fette Mauer drumherum planschen, da geht das los, ja. Was bist denn du? Bist du Kunst oder kannst du weg? Was sollen wir bauen hier? Dann tue ich mal. Ganze Gerassel hier rein erstmal. Und da brauchen wir jetzt die Quasseln mit. Warte mal, wie hießen die? Keep. Dann nehme ich die großen Teile. Gatepost. Ach, wir nehmen mal ein bisschen was. Mal gucken.
eine Zugbrücke mal. Die gehen da schon wieder einer auf den Nerv, ich hab's so gerade gehört. Wir brauchen mal eine Wumme, das wäre gut. Vielleicht trinken's. Gibt's nicht unter Box. Ne, die anderen Box, die muss ich per Cheatbefehl holen. Muss ich mal kurz Tabbe-Tabbe machen. Steam. Workshop. Jetzt geht's Gesuche wieder los. Meine abonnierten Objekte. Ach so, bei Atlas kommen auch mit Update. Und zwar von der Indian Manship. Das gucken wir uns nächstes Mal an. So, was ist was? Atlas machen wir später. Was ist hier ne? Vielleicht kriege ich euch gleich hier ein paar Infos zu der Map. Kann ich das hier vielleicht irgendwo eingrenzen? Spiel wählen, oder mal? Org. Workshop. Das machen wir noch ab nach Aktualisierung. Hier ist schon mal die Stark Wars. Dann brauche ich den Admin. Dann kriege ich den Battlebus. Hatten wir das jetzt wieder versteckt? Admin Box. Hier ist er. Die kopieren wir uns schon mal raus. Und schießt. Und jetzt gucke ich mal nach der Karte Leier, die wir spielen. Wenn ich eh mal hier drin bin, ne? Ja, wo ist es denn? So, bloß die wurde eine aktualisiert. Genau, Tartarus heißt die Karte. Die wurde 2018 letztes Mal aktualisiert. Ich glaube nicht, dass es hier noch weitergeht, Leute. Das Steam Mod ID ist 129635572. Die Oberfläche wäre wohl bis zu 65% fertig. Aber hier sieht es nicht aus, als würde es mal weitergehen. Warte mal, hier ist was. Mal gucken, ob der weitermacht mit der Entwicklung hier. Wir haben uns überraschen lassen, aber wie gesagt, das letzte Update ist ein bisschen her. Na, warte mal, die Wüste. Also der Redwood ist 99% wohl fertig. Na gut, wir machen mal ein bisschen. Vielleicht kriege ich ja den anderen Spielstand wieder hin. Und mit Glück. Werden wir schon großes Glück haben. So. Wo ist der Chamber hier? Da knallen wir die Box mal hier daneben. So geil gemacht mit den ganzen Gedöns hier drin, das haben die gut hingekriegt. Das muss man mal so sagen. So, wir brauchen erstmal eine Wumme. Was haben wir denn da hier? Nee, Jedi Knight will ich nicht. Das ist gut.
Brauchst du ja die komischen Magazine, was sind sie denn? Wenn ich das mal ohne. Na, was braucht ihr? Gasmagazin, die noch. Müsste lang erstmal. So, das ist ja immer auf dem Nährfeld. Zum Beispiel der Tiger dort hinten. Juhu, das war einer hier unten. Das sind. War gerade Fisch. Da. Uiuiui, was machten die von Schaden? Habt ihr die Schaden gar nicht hochgestellt? Das ist Standard. So, jetzt können wir in Ruhe bauen, rein theoretisch gesehen. Die Viecher lassen wir mal, die tun es erstmal nicht. Jetzt brauche ich noch die Axt, die Axt. Mal die Axt. Was wir hier freiräumen müssen. Was bist denn du hässliches? Geh's mal heim hier, das geht gar nicht. Leitungsblöße Bauteile. Vielleicht muss ich wieder auf 18 machen, den Stream bei YouTube, wenn ich schnell hoch, Leute. Ja, hier kannst du geil bauen, würde ich behaupten. Na, gucken wir mal. Mal hier so. Nervt. Kann man das abbauen? Leider nie. So, jetzt muss ich mir mal einen Kopf machen, wie ich hier was baue. Hier könnte man. Was gehört? Hier könnte man so ein zentrales Dingsbums bauen. Mal gucken. Ihr Wohnhaus oder was da drauf? Es wird halt schwierig, das halbwegs ebenerdig zu kriegen hier. Das ist eine Herausforderung wieder. Und hier die Mauern würde ich nutzen wollen. Ich habe dich gesehen. Wurde nicht geklaut. Wo war ich denn geblieben? Ja, die Mauern, die würde ich nutzen wollen, um eine Mauer drumherum zu ziehen, quasi. Wenn mit leider Deckrüstung. Können wir nicht. Meine Deckrüstung. DPS Element brauche ich da. Da nehme ich lieber. Deckreifen nehme ich auch noch. Aber ich nehme die Original-Tech-Rüstung. Weil die DPS ist nicht so ausgereift.
Gut. Na, kann man denn hier abbauen immer? Klassen hier abbauen. Also müsste man quasi. Das wird schwierig. Und der erste Ansatz muss stimmen zum Bauen, das ist das Problem. Wenn man hier. Warte mal, wir gucken einfach mal. Indem man hier abbinden will. Der erste Ansatz ist schwierig halt. Da müssen wir erstmal das hier wegmachen. Natürlich wird die Ressourcen hochgedreht, machen wir es nicht. Diamanten? Welcher Mod sind die? Steampunk könnte das sein, die Diamanten. So, jetzt haben wir das schon mal ein bisschen freigelegt hier. Jetzt wird es interessant. Will erstmal die Mauer bauen. Tech-Rüstung? Achso, weil die nicht im Bett ist, die Rüstung. Und den Helm dann erst. Möchte ich sie unbedingt nehmen. Warte mal. Das ist auch eine Idee, genau. Genau. Mehrere Etagen. Das ist ja sowieso. So. Ja, aber du musst, wie gesagt, der erste Ansatz muss stimmen. Wenn der nicht hinhaut, hast du ein Problem. So. Ah, nicht ganz. Ich würde sagen, das sieht gut aus, oder? Das sieht sehr gut aus. Jetzt muss ich mal gucken. Wenn wir Glück haben, ah, das passt fast. Das sieht ganz gut aus. Warum? Warum? Vielleicht eine Ceiling probieren dann mal. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich das mache. So. Den Tor brauchen wir hier hinten eigentlich schon, ja. Hier würde ich Schießscharten reinmachen. Könnte man die eigentlich?
Na, das geht leider noch nicht, okay. Da würde ich die auf Standard lassen erstmal. Vielleicht kommt das noch mit den Wüstenstrukturen. So. Die bauen wir dann hier weiter, die Mauer. Ich will das erstmal ein bisschen hier bloß angrenzen, oder? Dann müsste man mal gucken. Das würde gehen, wenn man weiter baut. Da müsste dann mal eine Foundation drunter setzen. Ich will das erstmal ein bisschen so. Mal gucken. Hier wird's größer. Sieht denn das hier oben aus? Es wäre schon sinnvoll, wenn man hier weiter baut, dann. Müssen wir mit Ghost das dann durchziehen, dass man eine gerade Linie kriegt? Oder wir machen. Wir bauen von hier dort. Warte mal, ich habe eine andere Idee. Den ganzen Mist wegmachen. Erstmal eine Kiste. Das können wir nicht wegmachen. Das kommt weg. Passt. Ja, bei der alten Mod gab es, glaube ich, hier auch die Wüstenfarbe. Bei der hier. Also wer ist schon ja dieser Custom-Mod? Also die scheint ja noch nicht drin zu sein. Aber Mann, aber das passt relativ gut, da hast du schon recht. Ne, heute brauchte ich meine Autopause. Ich war jetzt 2 Tage lang unterwegs, also mit zu Hause noch wegen der Virussituation. Und hab ordentlich was gekauft heute, muss ich wirklich mal Pause machen. Ich hab gedacht, ich strömste wieder mal ein bisschen. Naja, habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Ich muss ja auch mal im Gaming-Bereich ein bisschen was weitermachen. Ja, das wird nicht ganz so. Und das geht okay. Ja, das passt. Das passt. Und was dann mit Ghost weitermachen? Ach ja, ich hatte ja Detektorsling rein. Könnte man den Felsen ja nämlich irgendwie mit einbeziehen? Also warte mal, ich hab vielleicht noch eine geilere Idee. Wenn wir jetzt in der Ecke rumbauen. Ich glaube, dann müssen wir die Ende wegnehmen. Und dann müssen wir die wegnehmen.
muss ich nämlich dann genau hier hinten da rauskommen. Ach. Packrüstung, ja. Manchmal nervt sie, manchmal ist sie geil. Arm ist weg. Wir bauen die Mauer doch gerade. Ich habe gedacht, da geht nicht weg. Das spart natürlich wieder Zeug, das ist klar. Auf dem Kreativmenü. Ich dachte, da geht nicht weg, weil das so groß ist. Oh, wir müssen das Eck sparen. Jetzt kommt es zu weit rüber. Kommt sonst zu weit rüber. War schon richtig der Ansatz. Hier eine Doppelung. Und nicht, weil sie hochkommen. Ne, warte mal, das ist Blödsinn. Da könnte man nämlich hier Tor reinmachen. Wenn es so passt. Hier machen wir Skischotten rein. Dann bauen wir wieder eine fette Mauer hin. Ne, also ne. Skischotte. Fette Mauer. Es wird langsam. Schießschotten. Fette Mauer. Hier machen wir wieder eine fette Mauer. Das sieht so geil aus. Hier können wir auch Mauer bauen, weil hier brauchst du eigentlich keine Schießschotten. Bauen wir da irgendeinen Werkgang ran? Ja, so heute machen wir erstmal die Einzäunung hier besser. Dass man Ruhe bauen kann. Ja. Dürfte sich dann aber ausgehen, hier könnte man noch eine Mauer bauen. Das tut viel Geld mehr auf den Senkel. Habe ich noch? Mal gucken.
Emmerswil. Wo Emmerswil? Das sind die kurzen, okay. Hier hinten könnte man vielleicht. Muss ich mal gucken. Ja, wäre schön, eine Mauer bauen. Aber wir bauen die hier hoch. Geil hier, guck mal. Das war halt ein bisschen dicker, aber was soll's. Fahren wir dann wieder mit halben hoch. Und hier würde ich dann Wand machen. Ne, das ist die falsche. Na komm, passt da ein. Geil, das ist doch fett. Das muss es sein, guck. Jetzt kann man nämlich hier das auch zubauen noch schnell. Aber was man hier vielleicht dann doch mal einsetzen sollte, wäre eine Tür, ne? Nehme ich mal die Axt weg. Wollte ich nur öffnen. Da brauchen wir dann wieder eine halbe. Das bauen wir später. So, ich mache erstmal hier vorne das ein bisschen zu. Hey, das ist ja wieder ein geiles Bauprojekt. Auch wenn der andere Spielstand nicht mehr gehen sollte. So, jetzt würden wir mal schauen, wie wir das hier am blödsten machen. Ich würde sagen, wir ziehen. Mal. Hier so rum. Muss eine Kante sein. Eine Brücke rein. Also warte mal, ich habe eine andere Idee. Ach, das geht das fest. Bauen wir hier ein Torhaus rein?
Dann können wir nämlich genau mal hier wäre das. Das muss ich doch ghosten. Muss ich dann doch ghosten. Warte mal. Das gilt. Warum ich dann doch mal bescheiß mit dem Geist hier? Das Dünge. Jetzt drücken wir mal die Daumen, dass da drunter kein Wasser ist. Wir sind durch. Kommen wir schon durch. Da kommen wir schräg, ne? Da kommen wir schräg. Mal gucken, wie wir das bauen. Da bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Hier müsste man. Eigentlich gefährlich ist im Ghost Mode, dass ich hier die Attack-Rüstung dran habe. Boah, das war knapp. Dann ragt das hier ein bisschen rein und gut. So, machen wir hier wieder ein Tor rein oder machen wir hier kein Tor rein? Das Ding, mit dem hatte ich was Besonderes vorher hinten. Jetzt müssen wir dann quasi, würde ich sagen, noch eins. Das geht wenn ja nicht.
Das machen wir mit ein hier, reißen Sie das blöd aus. Das ist so geil geworden, oder? Hier müssen wir mal gucken. Ich habe eine Idee. Das ist leider zu hoch. Mal gucken. Das ist zu hoch. Aber wenn wir hier ein kleines Tor einbauen. Mal gucken. Habe ich schon Gamma an hier übrigens und sehen immer noch nicht. Aber wir lassen das mal. Erstmal aufs Wesentliche konzentrieren. Am Ende baue ich die Base dann noch größer. Ich kann mich. Ach, hier da. Also Star Wars mal ist der Androiden. Androiden. Jetzt hätte ich doch noch eins weiter drüben, aber ach komm, das ist ja das Land mit der Größe. Wenn du mir auf den Nerv gehst, wirst du geschreutet. Auch dann definitiv mal eine Kiste. Klar, da kann man seine so ein bisschen vorgelagert für den Turm drauf bauen oder irgendwas. Das ist doch genial eigentlich, ja. Ich bin am Stein hängen geblieben. So, hier muss jetzt auch schon was rein. Müssen wir mal gucken, was wir da finden. Keep. Ein Double Door. Vielleicht. Oder. Mal gucken, ein Medium wird aber zu fett. Das ist fertig. Medium wird bestimmt zu groß. Brauchen wir das noch? Hm. 2x2. Was habe ich gesucht? Medium hier. Medium. Und eine halbe wollten wir noch haben für später. So, Medium und Double. Medium wird zu groß. Oder?
Bildschirm ist zu groß. Das haue ich hier nicht hin. Ich würde sagen, dann, das ärgert mich jetzt. Ah, klar, stimmt, das sind ja zwei Foundations. Daran habe ich nicht mehr gedacht, Leute. Aber muss man mal gucken. Na ey. Wo war ich zu? Das geht. Ist das halt ein kleiner Eingang und es geht da auch. Sehe so per Persona. Das sind dann zu Gewittern. Okay. Large Window. Wo ist es denn? Single. Zack, siehste, das ist der Lack geschlossen hier. Ne, der Lack erledigt halt, ist das ja. So, was machen wir? Ich brauche mal einen Chat. Was machen wir denn hier? Bauen wir hier auch ein Tor ein? Hier wollte ich eine Brücke rüberzimmern. Und zwar können wir das gleich mal machen. Und da brauchen wir Keep Ceilings. Lieber mal die mitnehmen. Und Ceilings. So. Ist das Guide natürlich nicht? Okay. Wo wir mit Trick 17 bauen können. Das ragt dann zu weit, okay, das ist nicht schön. Jetzt müssen wir bescheißen, Leute. Jetzt müssen wir sowas bescheißen. Weil ich will dieses Ding hier nicht, diese hässliche Säule will ich nicht haben. Schon haben wir beschissen. Na, ach, ich bin doch blöd. Gucken, wie ich das hier baue. Nein! Auch nö! Das ist geil, guck mal hier. Das fetzt. So. Hier bauen wir nämlich den Turm schnell.
mal gucken. Dann wird er halt ein bisschen breiter hier. Das kann ruhig ein bisschen hier reinstehen. Meine Worte, ich habe da gerade was gehört. Wo ist meine Puste? Ich habe noch was anderes gehört. Obwohl, wie sieht denn das aus? Ja, das gefällt mir nicht irgendwie. Das machen wir anders. Na, komm her, und das gefällt mir ehrlich gesagt nicht. Dann müssen wir gucken, ob wir Schräge hinkriegen. Ja, das ist schon besser als, oder? Warte mal. Das ragt nicht ganz so weit. Das braucht eine ganze Weile. Wie geht's denn logischerweise? Wie sieht denn das aus? Na, viel Unterschied ist es nicht, aber. So, jetzt nicht, dass ich die nicht untereinander bauen kann. Der hat's so gewollt, ich hab den nicht getan, ihr habt das genau gesehen. Der hat angefangen Stress zu machen, ich war's nicht. Jetzt ist aber mal gut hier, Mensch Leute. Ich will doch bloß meine Burg bauen, das ist doch nicht verboten ist. Gegen? Hoi, was ist jetzt los? Muss ich mal ein Gamma wieder zurücksetzen, dann sehe ich, sonst wird das wieder zu. Dann wisst ihr schon. Nein! Ach nee, das ist doch nicht wahr, Leute. Jetzt muss ich mal die Tech-Rüstung ausschalten. Sonst katapultiert die mich schön zu bauen, ja, das will ich ja nicht. Bauen in Ark immer wieder eine Überraschung. Ihr wisst das ja. Das ist so knapp dann, ja. Müsste hier noch einer drunter? Wo Blödsinn, was ich das gemacht habe. Leimold ist das krass geworden.
Das muss ja sehr okay. Ja, das ist gar nicht mehr so übel aus mit dem Weingebau hier so technisch. Meine, in der Not frisst der Teufel Fliegen. Warum das jetzt nicht mehr will hier, keine Ahnung. Warte mal jetzt. Dann mal von oben gucken. Am Ende geht es jetzt besser. So, hier müssen wir noch. Achso, das war da vorgelagert, dann wollte ich ja gar nicht weiter rein, ja. Vielleicht nutze ich den Turm auch als Wohnhaus. Mal gucken. Okay, wär's ja. Hier müssen wir noch. Das geht so. Mal gucken. Jetzt müssen wir hier mal gucken, ob wir das noch hier irgendwie ausgeglichen kriegen. Ich probiere es mal von oben. Ohne Fly. Ne, Birne. Warum? Jetzt. Ach, warte mal, das hau ich nicht hin, verdammt. Will denn der das hier nicht reinmachen? Weil das vielleicht ein bisschen runter geht? Uiuiui, macht die Schaden! Kannst du nicht mal bauen hier? Kann man hier rein, ja? Also muss ich notfalls das Ceiling setzen oder irgendwas, mal gucken, wie ich das mache. Wenn das so nicht geht, dann müssen wir dann irgendwo Ceiling setzen. Versuch's nochmal. Nee, oder? Jetzt. Jetzt halt hin. Ja, das wäre wahrscheinlich das Wohnhaus, das wäre deutlich, oder mal gucken, mal gucken. Immer mit Ruhe, dann mit dem Rück. So, hier müssen wir dann Wand ziehen.
Ruine Vanheim. Ich weiß nicht, ob man hier ein Tor reinbaut, aber ich will eher nicht, oder? Ne, hier bauen wir kein Tor rein. Wir bauen hier eine schöne fette Wand, aber wieder mit Schießscharten. Nicht. Okay, du darfst hier bleiben. Hier könnte man ein kleines Tor reinbauen. Passt das Lord schon noch rein? Ist sogar noch mal so schlecht als bisher. Dann machen wir hier oben dann. Zack. Zack. Schließt. Ey, das ist ja genial, da kann man den Werkgang rüberziehen. Das kommt gefiescht gebückt. Wo ist denn jetzt hier mein großes Tor? Single, Single, Medium. Keine Mandate, wir haben doch gar nicht so viel verbaut. Ja. Das werden wir heute nicht mehr im Stream schaffen, das komplett hier einzuzäunen. Das schaffen wir definitiv nicht mehr. Ich werde nicht immer länger als 2 Stunden machen, weil ich muss blöderweise dann nochmal, gleich bald wieder Mittag, mein Outdoor-Video von gestern nochmal rendern, weil das ist, Magix ist erfolgreich abgestürzt kurz vorm Ende. Da waren genau 3 Stunden Renderzeit umsonst. Da kam Freude auf. Und eventuell wollte ich noch was für Empyrion machen, aber das werde ich heute nicht mehr packen. Weil daher ein kleines Tutorial. Und morgen wollte ich wieder unterwegs sein. Wie bauen wir denn den Werkgang? Warte mal, sind schon Denkmäler drin? Dann müssen wir hier eine Wand reinmachen und dann bauen wir hier eine Treppe. Genau.
Und so wir dann mal die Werk, haben gesagt, ne, halbe, ich würde ja gern Werkgang-Elemente machen und hier hinten halbe Wände. Genau. Unser Burg nimmt langsam Gestalt an. Wie geht's denn? Muss ich mal gucken, wie ich das dann hier mache. Hier, warte mal. Das würde gehen. Das würde gehen. Alles, das los. Ja, ich will den Frame haben. Das nervt mich schon zu sehr beim Bauen. Das Getrampel. Tut mir ja leid, aber der Tag braucht Ruhe beim Bauen. Das kann man dann von hinten machen, von oben. Na gut, das passt doch. Das mache ich mal noch weg. Da bin ich mir noch nicht so sicher. Das ist passt, ne? Hat er mir die Treppen geklaut? Hast du mir jetzt meine Treppen geklaut? Er hat mir meine Treppen geklaut. Ja, bald haben wir eine Mauer. So, das mit der Brücke dort. Eieieiei. Action und Bauen. Das halt auch halt das hin. Das halt hin. So, dann müssen wir hier wieder hochbauen. Was denn nicht? Ja, müssen wir hier hochbauen. Ja, okay. Dann kann ich mir nicht bauen.
Ah, das ist Mist. Geht's wieder nicht? Muss ich mir was einfallen lassen. Das ist nicht akzeptabel genug. Muss ich mal gucken. Auch nicht mehr heute. Mal im Chat geguckt, gerade. Hab ich mich verbrannt. Zack, zack, zack. Da haben wir ein bisschen Boden ausgeglichen. Das gleiche müsste man dann hier nochmal füllen. Ist das okay? Nee, das kann nicht durchkommen. Naja, ich würde sagen, das ist doch schon mal nicht schlecht. Also, nur die Leitern. Da hinten. Da hinten. Die Frage, die macht eigentlich im Tor nicht wirklich Sinn. Oder? Eigentlich macht der Tor keinen Sinn. Und wenn, dann können wir es nochmal umbauen. Keep. Wir waren die Großen. Ich bin drin. Ja. Oder wisst ihr was? Ich hänge noch eine halbe Stunde hinten dran. Hinten Ström. Und da mache ich auch mal eine kurze Pause. Na. Komm, geht um den Weh, du gehst mal auf sie weg. Oder zwei, ja, ne?
Ja, das wird doch interessant werden hier. Gut. Hier könnte man dann eine Treppe runterbauen. Das geht wieder nicht so, wie ich das möchte. Jetzt. Hier sind eine Treppe links und rechts irgendwie runterplanschen, das kommt gut. Bestimmt irgendwelche Geschützstellungen oder irgendwas, mal gucken. Irgendwas Geisteskrankes fällt mir davon ein. Sogar nicht mehr so schlecht aus, oder was ich gebaut habe. Warte wieder. Hier würde ich aber zubauen. Ja, hier würde ich zubauen wollen. Aber keine Mauer, oder? Wie sieht denn das hier aus? Wir können ja eigentlich nicht hochkommen, theoretisch gesehen. Hier kann ja nichts hochkommen. Warte mal, da gibt's doch diese blöden Dinger hier. Genau die hier. Ja, hier muss eine Wand rein. Ach, ich bin blöd. Ja, okay. Hier bekreide ich mir das. So. Hier müssen wir Wand rein. Wegen der Treppe dann. Ich denke mal nicht, dass hier was hochkommt. Hier kam Wand, hat man gesagt. Hier kam Wand, hat man gesagt. Hier müssen wir aber noch mal eine Fundation setzen. Und hier bauen wir dann eine schöne, geile Freitreppe runter. Aber nach der Pause. Da hole ich mir schon mal das Geländer. Das Ding war ein bisschen buggy. Dann wurde das dann ja richtig eingezeigt. Das lasse ich mal raus. Flansch. Ja, hier müssen wir eine halbe bauen, weil das die Dinger, die sind dann auch in Kacke aus. Und hier würde ich sagen, zack. Ja. Genau wegen den Bögen dann. So sieht das gut aus. Wenn die Ceiling gerade drunter ist, dann passt das nicht. So, was ich hier mache, das weiß ich noch nicht. Hier ist auch das Treppchen dann runter. Aber wir, warte mal. Ne, hier über das Tor baue ich keinen Wehrgang. Oder? Ne, da halte ich es mit der Treppe wieder nicht hin. Ne, hier baue ich keinen Wehrgang drüber.
Wir haben ja Stichschaden drin. Kann man eigentlich? Warte mal. Durch die Schießstarten kann man gar nicht schießen. Was ist denn das für Mist? Naja, was da ist. Na, hier ist die Treppe. Muss ich die nochmal wegnehmen? Jetzt werde ich bald Pause machen, ne? Hat ich gemeint. Muss ich das dann noch mal eins verlängern oder so? Mal gucken. Dann müssen wir noch eins verbreitern hier. Hier vorsichtshalber auch noch mal eine Foundation. Damit das ein bisschen noch was aussieht. Und das Ganze mache ich dann. Ja, hier müssen wir mauern. Das nützt nichts. Den müssen wir mauern dann. Okay, aber ich mache erstmal eine kleine Pause. Und dann baue ich das mit den Treppchen noch. Und ja, dann mache ich aber bald Feierabend. Also in 6-7 Minuten bin ich wieder da. Bis gleich.
So, wieder da. Gut. Bauen wir nochmal ein bisschen die Treppe hier. Alles hören. Und hier muss eine Wand rein, hat man gesagt. Eine Wand. Nur 100 braucht der halben sowieso brauchen. Hier würde ich halbe bauen. So. Okay, das passt sonst nicht. Wir bauen mal eine Treppe runter. Dass der 8 ist. Das geht halbwegs. So eine Freitreppe hier, schön. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Brauche ich hier noch ein paar Foundations noch. Gar nicht mal so übel aus. Hier muss ich eine Treppe hochbauen. Hier kommt Band. Treppe. Hier noch einen Turm oder was denn dann? Mal gucken.
Stream, was ich hier mache, da bin ich mir noch nicht sicher. Und hier. Bin ich mir aber immer noch nicht sicher, was ich brauche. Na gut. Kann man den Wehrgang nämlich doch noch bauen. Ja. Hier müsste man, weil es das Ceiling ist. Geil aus. Das fetzt. Das ist gut, das ist gut. Das sage ich mir weiter. Hier könnte man. Kannst du das machen? Die Schierwaterbauer habe ich noch keine richtige Ahnung. Mal gucken, was ich hier hinflansche. Das steht noch in den Sternen. Sieht sogar nicht mal so schlecht aus bisher.
Hier hätte ich gern. Die Wölbe brauche ich jetzt, ne? Das sieht doch geil aus. Aber warte mal, hier müssen wir noch was. Hier, das, hier sind wir noch nicht fertig. Hier fehlt noch was. Und zwar müssen wir hier noch eine kleine Sache verschönern. So, zack, zack. Damit das etwas schöner aussieht. Weil das snappt wieder nicht so gut hier. Sieht man es nicht, okay. Gibt es da nicht noch was anderes, sagen wir? Warte mal, wenn wir. Übernehme, ich lasse das ja. Ich lasse das ja. Das ist schon eine fette Festung, muss man mal so sagen. Fette Festung. So, okay, aber wenn ich das jetzt fertig habe, dann mal gucken. Ja, was ich hier hinbaue, keine Ahnung, das entscheide ich dann später. Hier könnte man ja irgendwie noch was rüberbauen.
gucken. Genau, das sieht dann kacke aus. So ein bisschen halbe hin. Ich hätte das einfacher haben können. Das sieht gar nicht mal so übel aus. So, okay. Jetzt mache ich mal den Blei aus. Dass es ja keine halbe Treppen gibt. Dann muss ich das selber bauen, jetzt nicht. Was steht denn dort? Für die Kiste. Ich habe keine Packrüstung mehr an. Sieht gar nicht mal so schlecht aus. So brauchen wir, ne?
Naja, gut. So, okay. Ziehe ich noch bis vorher. Ist die Seite nämlich dann fertig. Zumindest bis Kurve. Und dann muss ich mal gucken, wie ich das hier dann weiterbaue später. Was ist denn das? Was ist mein Tech-Dinger? Gut, ja, Schluss für heute. Mal ein bisschen andeuten, was ich hier vorhab dann. Das kommt dann so weit. Mal gucken. Hier muss ich mal schauen. Und eigentlich könnte man das. Halt. Das muss ich dann wegräumen. Mein Damm ist weg. Ja, hier mal gucken. Mal noch. So folgten der mir. So. Die Adminbox, die holt man weg. Gucken, ob ich schon mal eine hab von, dass man eine haben von der. Da baue ich jetzt noch hier die Plattform. Meine Schluss für heute. Genau, ist so ganz gut aus hier. Hier muss ich mal überlegen, was ich da mache. Kann er nochmal hier hinsetzen, so.
Mach ich noch fertig hier die Plattform. Ich kenne mich, sonst vergesse ich das nächstes Mal. Dafür. Okay. Passt. Ja, wie ich da war dabei, habe ich noch keine Ahnung. Mal gucken. Ja, liebe Leute, das heißt, es wird heute gewesen sein. Ja, nächste Mal dann Atlas. Auf jeden Fall, weil die Indian Man Chips 2 Beta Mat da hat ein Update. Da wollte ich noch mal reingucken. Und ja, Wanderstream ist mal gucken. Wieder spontan, weil morgen bin ich wieder eventuell Auto unterwegs. Schauen wir mal. Und ja, bei YouTube findet ihr die ganzen Videos, wie gesagt, also Videos und auch die Streams und auch noch andere Folgen von Ark und Imperium und Atlas, genau. Und dann danke ich hier an alle neuen Follower vor allem. Sind gerade wieder welche dazugekommen. Genau. Ja. Wie gesagt, nächster Stream dann spontan. Schaut einfach mal rein, oder wie gesagt, auch bei dem YouTube-Kanal ist hier verlinkt. Und ja, dann wünsche ich euch eine angenehme Woche, falls man sich die Woche nicht mehr sieht. Oder ja, bleibt gesund. Wir haben ja immer noch Virus und ja, danke an alle Follower und so weiter. Pass an. Danke fürs Zugucken vor allem. Und ja, auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.